In der türkischen Metropole Istanbul ist eine symbolische Beerdigungsfeier für den ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi abgehalten worden. Auch Regierungsvertreter nahmen daran teil. Yasin Aktay, Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sagte: Ein Begräbnis ohne eine Leiche ist nicht normal. Aber diese Feier hat Symbolcharakter. Sie ist ein Schlag ins Gesicht der Mörder. Wir fragen, warum er sterben musste. Diese Frage wird die Mörder heimsuchen, wird sie quälen, immer und immer mehr. Am 2. Oktober wollte Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul Dokumente für seine Hochzeit abholen. Das Konsulat hat er nicht mehr lebend verlassen. Washington verhängte inzwischen Sanktionen gegen 17 saudische Regierungsvertreter, darunter auch enge Vertraute von Kronprinz Mohammed bin Salman. Die türkische Zeitung Hürriyet berichtet, es gebe eine zweite Audioaufnahme aus dem Konsulat, in dem die mutmaßlichen Mörder bereits über die geplante Tat sprechen. Dies widerspricht der saudischen Darstellung, dass Khashoggi bei einem Streit ums Leben kam.